Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem nächsten Input mit Fragerunde, neue Narrative für eine nachhaltige Digitalisierung. Ich darf Jan Doria begrüßen, der aus Stuttgart zu uns gekommen ist. Er ist dort am Institut für digitale Medien, ein akademischer Mitarbeiter, wir haben sie dreimal geübt, weil es so schwierig ist, aber es steht hinter euch. Institut für digitale Technik, Ethik. an der Hochschule für Medien in Stuttgart und schreibt seine Doktorarbeit zu dem Thema, das er jetzt gerade gleich behandeln wird. Jan wird einen Input geben von 30 Minuten und dann haben wir noch 10 Minuten für Fragen. Ich wünsche euch viel Spaß. Vielen Dank auch für die Einladung. Freut mich sehr, heute hier zu sein, hoch im Norden. Freut mich sehr, dass ich einige nach zwei langen Konferenztagen noch mit Narrativen und Storytelling beschäftigen wollen. Vielleicht ein etwas ungewöhnlicher Ansatz. Aber wir schauen uns das mal an. Ich habe uns zum Einstieg was mitgebracht, wo ihr jetzt vielleicht nicht unbedingt damit rechnet, dass das jetzt hier auf einer Digital- und Nachhaltigkeitskonferenz auftaucht. Putins Krieg, wir wissen es alle, Putins verbrecherischer Angriffskrieg gegen die Ukraine, der jetzt am vergangenen Freitag sogar darin gemündet ist, weitere Teile dieses Landes für sich zu beanspruchen, ganz offiziell. Und was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit Narrativen zu tun? Naja, wir hatten vor allen Dingen ganz am Anfang dieses Krieges im Februar häufig in den Medien die Rede von den Putins-Narrativen. Putins-Narrative, Putin erzählt uns irgendwas und das kommt bei uns irgendwie an und wir müssen damit umgehen. Also dieser Begriff Narrativ ist in letzter Zeit sehr prominent geworden und scheint auch eine sehr große Rolle zu spielen. Was bedeutet das eigentlich? Was ist damit gemeint, wenn man von einem Narrativ spricht? Es gibt in der Wissenschaft jetzt nicht unbedingt einen einheitlichen Narrativbegriff, aber ich stütze mich auf einen, der stammt eigentlich aus der Literaturwissenschaft, wenn man so möchte. Und ich weiß jetzt nicht, ob ihr Literatur-, Medienwissenschaftler oder Germanisten oder sonst wie seid. Wenn ja, dann hört das vielleicht mal kurz weg. Aber ich denke, wir können die Grundlagen mal noch klarlegen. Von Narrativität, von narrativen Strukturen in einem Medienprodukt, sei es jetzt ein Film, ein Roman oder auch eine Werbeanzeige zum Beispiel, spricht man immer dann, wenn diese Grundvoraussetzung erfüllt ist. Man hat einen Ausgangszustand, dann kommt ein Ereignis, eine Transformation. Ich spreche eigentlich gerne von Zentralereignis, also irgendwas ändert sich und das wird dann in einen Endzustand überführt. Werde euch das hier an so einer kleinen Beispielgeschichte veranschaulichen, die ich mir ausgedacht habe. Also die ist fiktiv. Lisa ist Informatikerin, Lukas ist Umweltaktivist. Die beiden kennen sich nicht. Sie kommen hier auf die Bits und Bäume, lernen sich kennen. Das ist dann die Transformation. Und am Ende heiraten sie und werden ein Paar. So, und wenn wir das mal durchgehen, ich habe schon gesagt, diese Geschichte ist fiktiv. Das heißt, Narrativität ist nicht das Gleiche wie Fiktionalität, das wird oft verwechselt, hat aber eigentlich nichts miteinander zu tun. Das merken wir auch in Putins Krieg. Wenn ich sage, Putin hat irgendein Narrativ über die Ukraine, dann ist damit noch nichts drüber ausgesagt, ob dieses Narrativ tatsächlich stimmt oder nicht, sondern es ist eigentlich nur was drüber ausgesagt, liegt diese narrative Struktur vor. Um Narrative wissenschaftlich zu untersuchen, gibt es eine Reihe von Analyseinstrumenten, die man dann eben anwendet. So tue ich das auch. Die zwei wichtigsten sind auf der einen Seite die semantische Raumstruktur, die sich durch sogenannte Oppositionspaare bildet. Damit ist jetzt nicht ein topografischer Raum gemeint, wie jetzt hier zum Beispiel der Hörsaal, sondern eben ein semantischer Raum. Wenn wir das erweitern, dann haben wir Lisa ist Informatikerin, sie begeistert sich für Bits, sie isst gerne Pizza und entwickelt neue Ideen. Lukas begeistert sich für Bäume, er isst gerne Tofu und kritisiert die Ideen, die andere haben. Sie lernen sich kennen und gemeinsam entwickeln sie dann Ideen, die niemand mehr kritisieren kann. Wunderbar. Wir haben also hier sozusagen zwei oder eigentlich sogar drei semantische Räume in diesem Narrativ. Auf der einen Seite, das hat eine Raumgrenze dazwischen, Lisa und Lukas getrennt voneinander und dann ist die Transformation, sie sind zusammen. Es gibt auch noch die Aktantenstruktur. Das ist auch relativ einfach. Wir haben hier diese beiden Protagonisten, idealtypisch nennt man das die Helden. Sie werden sozusagen in Auftrag gegeben von den Freunden, die ihnen erzählen von der Bitze und Bäume. Sie kämpfen hier sozusagen gegen die Zeit, weil
Sie haben eigentlich gar nicht die Zeit, sich kennenzulernen, aber schaffen es trotzdem, weil es hilft ihnen die Aufgeschlossenheit und so erreichen sie ihr Ziel, ihr Wunschobjekt, Witz und Bäume zu verbinden. Eine solche Aktantenstruktur ist idealtypisch. Es muss nicht immer jede Aktantenrolle besetzt sein in einem Narrativ. Die Rolle, die immer besetzt ist, die des Protagonisten, des Helden. Und es muss auch nicht jede Aktantenrolle von einem tatsächlichen Menschen besetzt werden, wie ihr hier schon seht. Wenn wir hier zum Beispiel das Wunschobjekt Bits und Bäume verbinden haben, das ist natürlich kein Mensch, das ist ein abstrakter Wert. Und an der Stelle wird es natürlich auch für den Ethiker interessant. Warum ist das jetzt so interessant? Warum sind Narrative wichtig? Narrative sind auf der einen Seite ein zentrales Element unserer Identitäts- und Sinnstiftung. Sie sind handlungsleitende Zukunftsvorstellungen. Das heißt, wenn ich euch jetzt frage, wie stellst du dir dein Leben in, sagen wir mal, 5 Jahre vor, was werdet ihr mir dann antworten? Werdet ihr mir dann sagen, ich werde dann hier so ganz KPI-mäßig mein Einkommen um 5% pro Jahr gesteigert haben und am Ende die und die Hierarchieposition in irgendeinem Unternehmen erreicht haben? Vielleicht sagt ihr das, vielleicht auch nicht, aber wahrscheinlich werdet ihr mit einer Geschichte antworten, wie es euch gehen wird, gehen soll oder euren Kindern, euren Freunden, euren Verwandten. Deswegen sind diese Narrative so wichtig. Das hat auch die Wissenschaft erkannt mit eine Reihe von Publikationen, die prominent geworden sind. Yuval Noah Harari, der das in Zusammenhang mit Evolution bringt, auch aus der Wirtschaftswissenschaft, Verhaltensökonomie, Narrative Economics, wie Narrative, die Inflation beispielsweise. Inflation ist eigentlich auch nur ein Narrativ. Oder auch Hartmut Rosa, Soziologe, seine Resonanztheorie, falls sie jemand kennt, da kommt der Begriff Narrativ spielt da auch eine Rolle, weil Narrative diese Resonanz sozusagen erzeugen. Und was jetzt mich als Medienwissenschaftler und Ethiker natürlich am meisten interessiert, Narrative strukturieren mediale Diskurse und sie transportieren Werte, die ich dann ethisch fruchtbar machen kann. Wofür? Ich kann sie nutzen für eine narrative Ethik. Was ist das? Wie jede andere Ethik hat eine narrative Ethik 2 Bestandteile. Sie ist einerseits deskriptiv möglich, indem ich einfach beschreibe, was ich vorfinde. Das werde ich jetzt gleich tun. Und sie ist normativ möglich, indem ich Narrative nutze, um sozusagen andere Menschen dazu anzuregen, ethisch zu reflektieren, ethische Kompetenz aufzubauen und natürlich auch ins Handeln zu kommen. Wir haben das bei unserem Institut mal ausprobiert mit dem sogenannten Märchenbuch, Märchen und Erzählungen der digitalen Ethik, wo wir Märchen, also eine ganz einfache, griffige Form, mit der auch jeder, ohne dass er jetzt wie unsere Lisa Informatikerin ist, was anfangen kann, um eben über Geschichten, Werte, Konflikte, die wir in der Digitalisierung haben, kennenzulernen, auszuhandeln. Man kann das im Unterricht einsetzen, in der Schule beispielsweise ein kombiniertes Lese- und Arbeitsbuch. Seht, ich habe auch ein paar Exemplare dabei. Wer sich dafür interessiert, darf nach dem Ende des Vortrages gerne vorkommen und sich eins mitnehmen. Ich brauche noch einen weiteren Begriff, bevor ich endlich mal sagen kann, was ich eigentlich sagen will. Was ist eine Utopie? Warum Utopie? Utopie kommt klassischerweise von Thomas Morus berühmten Roman, also auch ein Medienprodukt, Utopia. Und Utopos meint eigentlich den Nichtort auf Griechisch. Wenn man das aber, Thomas More war ja Engländer, auf Englisch ausspricht, dann klingt das gleich wie Eutopos, Utopia. Und das bedeutet der gute Ort. Und sobald ich über das Gute rede, kommt natürlich die Ethik mit rein. Denn die Ethik ist letztlich die Wissenschaft, die sich Gedanken darüber macht, was ist denn eigentlich das Gute? Und das kann ich natürlich tun, indem ich mir Utopien anschaue. Das werden wir auch tun. Utopien sind also in diesem Sinne eine bessere gesellschaftliche Alternative zur bestehenden sozialen Wirklichkeit. Klingt wunderbar. So. Das ist leider immer so bei den Geisteswissenschaftlern, die brauchen immer noch mal 20 Minuten Vorrede, bevor sie überhaupt irgendwas sagen können. Jetzt kommen wir dazu. Das ist meine Forschungsfrage, meine Promotion, die läuft noch. Welche Rolle spielt die Digitalisierung für den narrativen Weltentwurf des Klimadiskurses? Ich habe mir 2 Beispiele rausgesucht für uns heute.
meine Promotion ist eigentlich korpusbasiert, das heißt, ich stelle einen Korpus zusammen aus Sachbüchern. Ja, auch in Sachbüchern gibt es narrative Erzählungen. Das kann ich jetzt natürlich nicht alles mitbringen, deswegen habe ich zwei rausgesucht, zwei Bücher, ein Roman und ein Sachbuch, wo ich denke, dass man ein paar spannende Sachen aufzeigen kann. Und ich möchte beginnen mit dem Roman Avery von Dave Eggers. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Okay, einer. Wenn nicht, dann werdet ihr den jetzt kennen. Ich werde nämlich spoilern, tut mir leid. Kurz Zusammenfassung kann man anhand dieser Raumstruktur, die ich da jetzt schon abgebildet habe, durchaus machen. Es ist im Prinzip ein Roman, in dem es einen Konzern gibt namens Avery. Vorbild ist offensichtlich Amazon, Überwachungskapitalismus, und es gibt eine Heldin, die heißt Delaunay, und sie möchte diesen Konzern von innen heraus zerstören, deswegen nimmt sie einen Trainee-Job bei diesem Konzern an und versucht das eben mit ihren Möglichkeiten so von innen heraus zu machen und scheitert am Ende daran, das kann ich jetzt schon sagen. Ich habe euch hier einen Ausschnitt aus diesem Roman dabei. Das ist so ein Onboarding-Geschichte. Ne? Delaunay ist neu im Konzern. Und was macht man dann im Silicon Valley? Man macht irgendwelche komischen Ausflüge. Und hier ist berichtet von einem Ausflug, wo sie dann gefragt wird von ihren Kollegen, ja, welche Sonnencreme nimmst du denn mit? Das ist ja wichtig. Sie empfiehlt eine Sonnencrememarke und dann geht, was kommt dann im Internet? Ein Shitstorm. Diese Sonnencrememarke ist angeblich von einem Unternehmen, das Verbindungen zu Scientology hat. Und nach den 4 Stunden Tiraden, wo die Sünden und Tugenden jenes Unternehmens aufgezählt wurden, das den Weltmarkt mit Sonnencreme versorgte, einigte sich die Gruppe auf einen ökologischen Hersteller von den Antillen. Die Tatsache, dass das Produkt über ein paar tausend Meilen transportiert worden war, hätte eigentlich irgendeinen Shitstorm auslösen müssen, der aber ausblieb. Hier kommt die Nachhaltigkeit mit rein, das heißt, eine Nachhaltigkeit gibt es in diesem Weltentwurf, in diesem semantischen Raum 1, der hier eingezeigt ist, zwar schon, aber das ist mehr so eine Art Pseudo-Nachhaltigkeit, weil am Ende einigt man sich offensichtlich hier auf einen Hersteller, der ökologisch ist, aber von den Antillen, was ja in sich widersprüchlich ist. Und Delaunay versucht da eben auszubrechen. In diesem Raum 2, der Digitalisierungsverweigerer, den gibt es auch in diesem Roman, aber sie schafft es nicht so wirklich. Also sie kommt immer wieder zurück, das will ich hier mit diesen Kreisen andeuten. Sie scheitert immer wieder daran und das, wo sie eigentlich hin will, ist ihre Utopie. Das heißt, sie hat eine utopische Vorstellung, die wird zwar in dem Roman so nicht explizit erwähnt, aber sie hat eigentlich die Vorstellung, dass wir das mit diesem Avery, mit diesem Überwachungskapitalismus, dass wir das alles bleiben lassen und dass im Prinzip die Welt schöner, besser, friedlicher wird. Am Ende des Romans gibt sie diese Vorstellung mehr oder weniger auf. Warum gibt sie sie auf? Weil sie die Idee hat, hey, Avery, Überwachungskapitalismus, die tracken alle meine Daten, die tracken mein Konsumverhalten. Ich kann doch so eine Art Social Scoring App für den Klimaschutz bauen. Ich kann doch anfangen mit diesem Shitstorm. Ne? Je nachdem, wenn ich Porsche fahre, kriege ich den Shitstorm und wenn ich Tesla fahre, kriege ich die Likes. Und so können wir doch Überwachung dazu nutzen, um das Problem der Klimakrise zu lösen. Naja. In dem Moment, wo sie das ihrer Chefin vorschlägt, passiert das, was hier beschrieben ist. Sie wird von ihr ermordet, von ihrer Chefin. Das heißt, sie gibt nicht nur ihre eigene Utopievorstellung auf, also ein zentraler Bestandteil ihres Charakters, sondern sie gibt damit gleichzeitig in diesem Narrativ ihr eigenes Leben, ihre eigene Existenz als Romanfigur auf. Das ist natürlich mega tragisch und damit müssen wir auch sagen, dass dieses zentrale Ereignis, diese Transformation raus zu dieser Utopie nicht stattfindet. Das ist dieser Begriff des nicht stattfindenden zentralen Ereignisses, den ich mir da ausgedacht habe und der da in diesem Muster sehr prominent sichtbar ist. Das heißt, wir müssen uns immer fragen, Utopie ist Utopie für wen? Man kann narratologisch gesehen Utopien nicht absolut bestimmen. Man kann nicht absolut sagen, dieses und jenes ist eine Utopie und dieses ist keine, sondern man kann es immer nur in Bezug auf den Protagonisten tun. Und hier sehen wir, dass die Protagonistin zwar eine Utopie verfolgt, aber diese Utopie in Wahrheit, wenn das dann diese Klimaüberwachungsutopie ist,
eigentlich eine Utopie ist, die nur dem Interessen eines ganz bestimmten Konzernes dient. Und damit haben wir natürlich ein ethisches Problem. Wenn ihr jetzt denkt, ist alles ein bisschen weit hergeholt, das kann der ja in seinem Roman so schreiben, wie er will. Nein, solche Überlegungen gibt es tatsächlich in Bayern beispielsweise. Bayern mal wieder, hat man ähnliche Ideen schon gehabt und probiert das aus. Ein zweites Beispiel. Ein Sachbuch, Bill Gates, wie wir die Klimakatastrophe verhindern. Auch hier zuallererst mal die Raumstruktur. Wir kennen das schon, das sage ich jetzt nicht ganz so viel dazu. Bill Gates sagt, wir leben jetzt in einer Gegenwart, die ist im Prinzip nicht nachhaltig und wir möchten eine Transformation erreichen in eine Zukunft, die ist dann nachhaltig, wunderbar. Aber ihr seht, es ist auch hier ein roter Pfeil eingezeichnet, auch hier gibt es ein nicht stattfindendes Zentralereignis und ein semantisches Gefängnis, so nenne ich das außenrum, das ist hier der SR3-Wachstum. Bill Gates sieht die Transformation zur Nachhaltigkeit eigentlich nur innerhalb des Paradigmas des Wirtschaftswachstums. Es kann für ihn keine Nachhaltigkeit außerhalb von Wirtschaftswachstum geben. Klingt ein bisschen paradox, ist aber in dem Weltentwurf so, muss ich erstmal so zur Kenntnis nehmen. Ich belege es euch auch gleich mit Zitaten, wie das dort aussieht. Für Bill Gates, der dieses Buch schreibt, ist Weltrettung im Prinzip eine unternehmerische Aufgabe. Er sagt, naja, schaut her, ich habe hier Microsoft gegründet, ich war zeitweise der reichste Mann der Welt und ich habe da viel bewegt, viel verändert, das Leben von Millionen von Menschen beeinflusst. Und genauso wie wir damals einen Computer auf jedem Schreibtisch, in jedem Haushalt hier in unserer Startup-Garage zusammengebastelt haben, genauso können wir auch die Klimakrise zusammenbasteln, weil ich bin hier der Startup-Unternehmer und ich habe hier meine Investments genau in den Unternehmen, die wir brauchen und die uns dann im Prinzip die Lösung geben. Jetzt sage ich als Ethiker, prinzipiell spricht aus ethischen Gründen, ethischer Sicht jetzt erstmal nichts dagegen, dass man Weltrettung als unternehmerische Aufgabe versteht. Im Gegenteil, wir brauchen natürlich auch die Unternehmen, wenn wir diese Transformation hin zur Nachhaltigkeit erreichen müssen, wollen. Die Frage ist eben nur wie. Und da wird es problematisch. Erstes Problem, das ich aufzeigen möchte, es gibt in diesem Weltentwurf eine Abwesenheit von Nichtwissen. Soll heißen, Gates sagt, die Wissenschaft hat immer noch eine ganze Menge zu erforschen, wie und warum sich das Klima ändert. Aber zahlreiche Wissenschaftler arbeiten schon daran, dass wir versuchen, diese Lücken zu schließen. Und er ist auch überzeugt, dass ihm das gelingt. Das heißt, es gibt dort keine Ambiguität, es gibt dort keinen Raum, wo es etwas gibt, was man nicht weiß, wo dann aber auch eine Lösungsoffenheit, eine Ergebnisoffenheit da wäre. Die gibt es nicht. Das Zweite ist, und das folgert eigentlich dann daraus, sozusagen die Allmacht des Ingenieurs. Denn dieses Wissen steht in seinem Weltentwurf nur einer ganz bestimmten Schicht zur Verfügung, seiner eigenen. Wo er dann eben sagt, hier, ich unterstütze Grundlagenforschung, ich investiere in vielversprechende Start-ups, ich setze mich entsprechend dafür ein auf der ganzen Welt und ich ermutige andere, denen entsprechende Ressourcen zur Verfügung stehen, das Gleiche zu tun. Heißt umgekehrt, wenn dir jetzt nicht die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung stehen, dann hast du halt Pech gehabt. Und genau das sagt er dann auch. Abwesenheit von Wertekonflikten hier nochmal. Ausblendung der globalen Dimension. Das ist wirklich ethisch höchst problematisch, weil er dann eben sagt, naja gut, wir sind die reichen Länder, wir haben die ökonomischen Ressourcen, wir haben die personellen Ressourcen, wir haben das Kapital. Wir haben deswegen auch die Verantwortung, die Lösungen zu entwickeln, ja. Aber alle anderen können eigentlich gar nichts dafür tun. Alle anderen sind so Zuschauer von außen, die schauen, was wir hier so Schönes basteln in unserem Silicon Valley Startup. Und die dürfen sich dann freuen, wenn wir das denen vor die Nase setzen, aber sie dürfen das nicht wirklich mitentwickeln. Also eine gewisse Hybris des Ingenieurs, wo ich sage, ein bisschen wie bei Lustiges Taschenbuch, wenn ihr das noch kennt, der Onkel Dagobert, der da irgendwas bei Daniel Düsentrieb in Auftrag gibt und das entwickelt er dann und manchmal funktioniert es und meistens funktioniert es nicht. Und dann wundert sich der Dagobert, warum alle sauer auf ihn sind. Er hat doch eigentlich nur versucht zu helfen.
Geht's auch anders? Natürlich geht's auch anders. Auch hier kann man wieder fragen, Utopie ist Utopie für wen? Es ist schön, wenn Bill Gates seine Utopie hat, aber es ist halt nur eine Utopie für Bill Gates. Das ist das Problem. Und man könnte es auch anders machen mit einem Ansatz, den nennt man Ethics by Design. Auch den probieren wir an unserem Institut aus. Diesem Buch hier, Startup with Ethics, ist eine Methode, wie man im Prinzip ein ethisches Startup, falls es sowas gibt, entwickeln kann. Da geht es eigentlich darum, dass man genau diese Wertekonflikte, diese Beteiligungsprozesse, diese Fragen, wer darf was, für wen ist das tatsächlich nützlich, wie beziehe ich alle Stakeholder mit ein, von Anfang an im Produktentwicklungsprozess berücksichtigt. Das heißt, dass man nicht so eine Reparaturethik macht nach dem Motto, der Schaden ist angerichtet, jetzt schaut, wie ihr damit zurechtkommt, sondern dass man, bevor man den Schaden anrichtet, schon sich Gedanken darüber macht, was könnte ein potenzieller Schaden sein. Mehr sage ich dazu leider nicht, dafür reicht die Zeit nicht. Ethics by Design wäre ein eigener Vortrag, aber das wäre ein Ansatz und das Buch gibt es auch zu kaufen. Damit wäre ich eigentlich schon am Schluss. Ausblick, Fähigkeiten für nachhaltige Digitalisierung. Man kann diese Frage, geht es auch anders, verallgemeinern und auf den gesamten Gegenstand Digitalisierung und Nachhaltigkeit anwenden. Wie müsste denn jetzt ein digitalethisch verantwortetes Nachhaltigkeitsnarrativ aussehen? Ich will natürlich niemandem vorschreiben, wie er seine Narrative zu bauen hat. Das geht in Bezug auf freie Rede und so weiter nicht. Aber wenn man sich einfach mal darüber Gedanken macht, wenn man selber sowas bauen möchte, wie könnte denn das aussehen? Wir verwenden dazu an unserem Institut einen Ansatz, das ist der Fähigkeitenansatz von Martha Nussbaum. Die geht zurück auch auf die Tugendethik von Aristoteles, die wir bei der Utopie schon hatten, weil auch da geht es um die Frage, was ist das gute Leben? Und Martha Nussbaum sagt, um das gute Leben zu erreichen, brauchen wir einen Katalog an Grundfähigkeiten, die im Prinzip ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Es geht hier um die Menschenwürde. Und man kann diesen Katalog der Grundfähigkeiten übertragen, sowohl auf die Digitalisierung, das haben wir am Institut auch schon getan, mit diesem Fähigkeitenbaum, als auch auf die Nachhaltigkeit. Das heißt, dieser Fähigkeitenbaum sind eine Reihe von Kompetenzen, die es aus unserer Sicht bräuchte, um eine digitalethisch verantwortete Digitalisierung zu entwickeln. Und ich möchte mal zwei für das Thema Nachhaltigkeit rausgreifen. Das eine ist, warum kommt es denn nicht da? Eigentlich eins zusammen, Widerstandsfähigkeit und Fähigkeit zur sinnhaften Gratifikation oder ich nenne das jetzt einfach mal Resilienz. Was ist damit gemeint? Damit ist die Fähigkeit gemeint, bestimmten, sage ich mal, Weltentwürfen zu widerstehen. Also das, was wir gesehen haben, auf der einen Seite Delaney, die hier ihre Eigenutopie aufgibt für eine Überwachungsutopie, auf der anderen Seite ein Weltentwurf, wo es darum geht, immer noch mehr Technik zu erzeugen, einen Schritt zurückzumachen, sich zu fragen, brauche ich denn das eigentlich wirklich? Was brauche ich wirklich für ein glückliches, gelingendes Leben? Das kann ich nicht vorschreiben. Die Frage muss jeder für sich selber beantworten. Aber das ist, glaube ich, eine Frage, die wir in Bezug auf Ressourcenverbrauch uns definitiv stellen müssten. Und das wäre dann eben eine solche Fähigkeit, die wir da bräuchten. Wie müsste ein solches Nachhaltigkeitsnarrativ noch aussehen? Ich habe hier von einem individual-inklusiven Protagonisten gesprochen. Was ich damit meine, ist, dass wir den Protagonisten nicht so anlegen, wie er zum Beispiel bei Bill Gates war. Bill Gates, der Protagonist, die Aktanstruktur habe ich nicht aufgemalt, aber da ist der Protagonist auch die Gesellschaft. Aber die Gesellschaft gibt es ja nicht. Es gibt nur unterschiedliche Einzelteile von Gesellschaft und man muss natürlich schauen, welcher Teil von Gesellschaft ist da dabei und welcher nicht. Im Idealfall sollten alle dabei sein. Und es ist auch deswegen individual inklusiv, inklusiv, dass alle individual, ist auch die berühmte Frage nach der Makroebene und der Mikroebene. Das heißt, wer hat denn jetzt tatsächlich die Verantwortung für diese Nachhaltigkeitstransformation? Wer muss sie denn jetzt leisten? Ist es das System als Ganzes oder jeder Einzelne?
Und da steckt ein gewisses Dilemma dahinter, wo ich dann auf der einen Seite sage, wir dürfen das Individuum nicht überfordern damit, indem wir die komplette Last der moralischen Verantwortung, jetzt unbedingt diese Klimakrise irgendwie in den Griff zu bekommen, auf die Schultern von jedem Einzelnen abladen. Das wird nichts und da laufen die Leute ehrlich gesagt auch davon, wenn man das macht, wenn man mit dem moralischen Zeigefinger so kommt und sagt, du bist böse und so weiter. Ja, das stimmt, du bist böse, aber es geht mir nicht darum, dass du böse bist, sondern es geht mir darum, dass du gut wirst, sozusagen. Auf der anderen Seite aber brauchen wir natürlich auch jeden Einzelnen und es kann natürlich auch jeder Einzelne was tun, ob er jetzt mit dem Zug wieder zurückfährt nach Stuttgart oder mit dem Flieger, das ist natürlich ein Unterschied, das können wir nicht außen Acht lassen. Deswegen denke ich, wir brauchen eine Form der Ansprache, die es uns erlaubt, beides in den Blick zu behalten, wo jeder einzelne konkrete Handlungsoptionen aufgezeigt bekommt und gleichzeitig Zeit von Teil von diesem übergreifenden, inklusiven Protagonisten sein kann. Was brauchen wir noch? Narrative Imaginationskraft. Es gibt natürlich immer eine gewisse Kritik an diesem Begriff der Utopie, den ich jetzt verwendet habe, wo es dann heißt, ja, aber Utopien sind doch totalitär. Die führen letztlich in die Katastrophe, die führen zum Beispiel in den Sozialismus, wo eben der Staat versucht hat, den Menschen vorzuschreiben, was das Gute ist. Deswegen habe ich ja betont, ich kann euch als Ethiker nicht sagen, was das Gute ist. Das kann ich euch nicht vorschreiben, das müsst ihr selber entwickeln. Aber ihr müsst es entwickeln. Es nützt auch nichts, wenn ihr euch hinsetzt und sagt, es ist alles sowieso scheiße und alles sowieso so schlecht und ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr und die Welt geht sowieso unter und da kommen wir ja auch nicht weiter. Das heißt, diese narrative Imaginationskraft, die Kraft von Narrativen, die kann man hierfür natürlich nutzen, weil Narrative sind etwas, was uns als Menschen ganz tief beeinflusst. Und zu guter Letzt, wir brauchen globale Lösungen für globale Probleme. Wir haben das bei Bill Gates gesehen, dass er diese globale Dimension eben nicht im Blick hat und seine Welt eigentlich nur aus den USA und vielleicht noch einem Teil von Europa besteht und der Rest existiert für ihn nicht. Wir müssen in Anlehnung an einen Vortrag von Ranga Yogeshwar, der hat das mal so bezeichnet, uns immer auch fragen, was machen wir eigentlich damit, wenn wir irgendwelche digitalen Tools entwickeln, so toll die auch sind. Was macht denn mein digitales Tool dafür, dass es den Menschen, die an solchen Orten leben müssen, in Klammern, besser geht? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir haben jetzt noch die Möglichkeit, in einen Austausch zu treten, gemeinsam, wie solche neue Narrative für eine nachhaltige Digitalisierung aussehen können. Ja, danke erstmal an Jan. Ich mache jetzt eine kleine Abfrage für dich. Das hat nämlich der vorherige Vortrag gemacht und ich fand das sehr interessant zu sehen. Und zwar, ob ihr eher Bits oder eher Bäume seid, dann könnt ihr nämlich gleich eure Frage damit noch einladen. Seid ihr eher Bits oder eher Bäume? Seid ihr eher Bits? Und seid ihr eher Bäume? Ah ja. Spannend. Ich hatte es auch vermutet, dass es bei dem Thema sehr viel ausgeglichener ist, als es vorher war. Da war der Raum sehr bitlastig. Wir würden jetzt ein paar Fragerunden machen. Ich würde jeweils sammeln. Also erstmal, weil ich dann rumlaufe und zweitens kannst du mal gucken, wie du Fragen vielleicht auch verbinden kannst. Und meistens ist es ja so, dass bestimmte Menschen sich leichter tun, in öffentlichen Räumen direkt zu sprechen. Und deswegen würde ich auch ermuntern, dass sich weiblich gelesene Personen melden und Fragen stellen. Wer hat Lust anzufangen? Ich sehe eine da oben. Wo gibt es noch weitere Meldungen? War noch eine? Ich komme gleich zu dir. Genau, und Jan hat auch gesagt, ihr dürft auch gerne darauf reagieren. Ihr müsst nicht nur Fragen stellen und dürft auch gerne sagen, was ihr selber für Ideen habt für Narrative. Also müsst ihr gar nicht nur Fragen stellen, aber ihr dürft auch Anmerkungen machen. Vielen Dank für die spannenden Punkte. Ich interessiere mich schon länger für das Thema und das war jetzt sehr viel Handfestes. Was mich interessieren würde, gibt es jetzt einen Baukasten, wenn man sagt, zum Beispiel, man will innerhalb einer Organisation, eines Unternehmens ein gemeinsames Narrativ entwickeln, um auch ein gemeinsames Verständnis zu finden? Gibt es da irgendwie einen Baukasten? Habt ihr schon sowas wie Workshops entwickelt? Wurde sowas schon mal umgesetzt? Dankeschön. Jetzt. Ich sammle noch zwei weitere Fragen. Okay. Ja. Hier ist noch eine.
Ja, hallo, ich bin Martin. Vielleicht dazu ganz kurz noch Improvisationstheater-Methoden kann man da super nehmen. Also vielleicht an die Fragende gerade mit den Methoden für die Organisation, Impro-Methoden, sehr zu empfehlen. Aber eine Frage, die ich an dich konkret hätte, du hattest jetzt zwei Beispiele aus dem angloamerikanischen Raum gebracht und die sind beide auch quasi so in ihren Grenzen, sage ich mal, nicht drüber hinausgekommen in ihren Vorstellungen. Hast du andere Beispiele aus anderen Kulturkreisen oder andere Stories vielleicht auch, die es dann geschafft haben aus diesen Kreisen herauszukommen, wirklich in ihre Utopien also ich denke an sowas wie Solarpunk zum Beispiel oder auch eben, hast du auch andere Beispiele noch in deiner Forschung da? Würde mich interessieren, danke. Dankeschön. Gibt es für die Runde noch einen dritten Punkt? Wer hat Lust? Na komm, traut euch, eure Gedanken sind wertvoll. Du hast ja viel mit konkreten Beispielen gearbeitet. Magst du was dazu sagen, ob es Forschung gibt, wie sich Narrative denn durchsetzen oder was dafür wichtige Faktoren sind? Dankeschön. Dann an dich, Jan. Moment. Gut, vielen Dank. Die erste Frage, Baukasten, Tools, Workshops. Ich bin natürlich in meiner Promotion eher in der wissenschaftlichen, theoretischen und vor allen Dingen deskriptiven Arbeit unterwegs. Von dem her jetzt von mir selber habe ich da jetzt leider nichts anzubieten. Vielleicht komme ich da mal noch hin, dass ich mal noch einen Kriterienkatalog vorlegen kann oder so. Das wäre mein Wunsch, aber da weiß ich jetzt noch nicht, ob ich da mal hinkomme. Was es auf jeden Fall gibt, ist das Märchenbuch, was auf der einen Seite Geschichten sind, die schon fertig sind, aber was auf der anderen Seite auch ein Arbeitsbuch enthält. Und was es natürlich auch gibt, ist von zahlreichen anderen Organisationen, diverse Workshop-Tools und so weiter und so fort. Also da gibt es ja noch mehr Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, Gott sei Dank. Zum Beispiel bei uns an der HDM gibt es auch ein Institut für angewandte Narrationsforschung. Die versuchen, solche narrativen Methodiken dann in Unternehmen zu tragen und hier mit Unternehmen solche Transformationsprozesse zu gestalten. Ist aber, wie gesagt, nicht mein Schwerpunkt. Impro-Theater finde ich cool. andere Beispiele. Ja, stimmt, das waren zwei aus dem US-amerikanischen Raum, war mir gar nicht aufgefallen, war keine Absicht. gibt es natürlich. Ich schaue mir in meiner Doktorarbeit vor allen Dingen Bücher an, die auf der Spiegel Sachbuch-Bestseller landen. Die sind dann zum größten Teil auch aus Deutschland oder von deutsch sozialisierten Autoren, sage ich mal. Da gibt es auch welche, die nenne ich so arbeitstitelmäßig Goldener Mittelweg. Die also tatsächlich es schaffen, diese Wertekonflikte zwischen was weiß ich, auf der einen Seite Recht auf Entwicklung, auf der anderen Seite Nachhaltigkeit, das haben wir auch beim Gates, habe ich gar nicht so viel dazu gesagt, auszubalancieren und die dann tatsächlich auch so einen individual inklusiven Protagonisten haben, zumindest ansatzweise. Ein Beispiel wäre von Frank Schätzing, ich glaube, wie wir die Klimakatastrophe verhindern oder irgendwie so hieß das Sachbuch, da ist sehr spannend, dass er eben beides macht. Er gibt sowohl individuelle Handlungstipps, tatsächlich eine ganze Liste von Tipps in dem Buch für mich selbst, was kann ich denn machen für Nachhaltigkeitstransformation, als auch beleuchtet er diese systemische Perspektive, was muss ich Makrodimensionen politisch verändern. Das machen aber nur sehr wenige, also ist bin ja, wie gesagt, noch nicht fertig, aber es ist mehr so ein Entweder-Oder. Wie setzen sich Narrative durch? Ich bin jetzt kein Rezeptionsforscher. Es gibt aber, was ich sehr spannend finde, von diesem Robert Shiller, den ich am Anfang mal hatte mit den Narrative Economics, der macht sowas wie eine sogenannte narrative Epidemiologie, also Mediziner bin ich leider auch nicht, der konnte nachweisen, dass sich Narrative ähnlich verbreiten in einer Bevölkerung wie Viren. Das heißt, exponentiell. Es geht ganz langsam los mit einem bestimmten Narrativ und auf einmal, bumm, ist das Thema sozusagen da und keiner weiß, wo es hergekommen ist und es ist ganz groß. Und es geht aber auf der anderen Seite dann auch irgendwann mal wieder runter. Ne? Also irgendwann
haben halt alle sich angesteckt mit dem Narrativ und dann ist es für eine Weile wieder weg und wieder vergessen. Und was er dann auch sagt, ganz spannend, dieser diachrone Ansatz historisch, sie kommen wieder. Also es gibt bestimmte Grundnarrative, die offensichtlich so tief drin sind im Menschen, dass sie immer wieder kommen. Beispielsweise das Narrativ von Schuld und Erlösung, dass es einen Menschen gibt, der sich stellvertretend aufopfert für die Schuld der gesamten Menschheit. Sie wissen, wo das herkommt, das kommt aus der Bibel. Und dann sehen Sie eines Abends einen Tatort und dort bringt sich einer der drei potenziellen Verdächtigen um und in dem Moment, wo er sich umbringt, fällt ein Hirschgeweih von der Wand und das ist jetzt zwar wirklich für Experten, aber da gibt es eine biblische Entsprechung zu dieser Szene, dass der Vorhang im Tempel zerreißt und da merken Sie, das ist genau das gleiche Narrativ. Und es ist schon 2000 Jahre alt und es kommt immer wieder vor. Beantwortet das die Frage? Hoffentlich. Wir würden jetzt noch eine zweite Fragerunde machen. Wer hat Lust, noch eine Frage zu stellen? Ich sehe jetzt schon zwei männlich gelesene Personen. Ach, hier vor uns noch einer, ne? Ich habe sie noch nicht. Du musst das. Du warst doch nicht ganz fertig? Ja, ich würde sie noch ganz. Okay, gut. Ja, alles klar. Hattest du dich auch gemeldet? Hallo, ich wollte kurz nachfragen zu deinem Resilienzbegriff. Ich fand es spannend, aber normalerweise ist der Resilienzbegriff ja sehr Status Quo orientiert und systemerhalten. Ich habe mitgeschrieben, du hattest es eher interpretiert als Fähigkeit, bestimmten Weltentwürfen zu widerstehen und dann auch in Bezug gesetzt zu diesem gelingenden Leben. Das ist sozusagen eine sehr neue Verwendung des Begriffs. Kannst du da vielleicht mehr dazu sagen? Dankeschön. Die Person schreibt noch. Da oben war noch was, oder? Dankeschön. Ich wollte nur nochmal fragen, ob du nochmal ins Detail gehen kannst oder Ideen dazu hast, in welchen Formaten diese Narrative denn am besten ausgedrückt werden. Also wenn wir das Narrativ haben, ist ja dann die Frage, wie erzielen diese neuen Narrative vielleicht ihre beste Wirkung oder sind am einflussreichsten oder hilfreichsten in ihrer Art. Und da gibt es ja tausend Mittel und Wege, ob man das jetzt irgendwie über Bild macht, über Text allein, über wirkliche Erfahrung oder Storytelling, das hat ja auch in der politischen Ebene eine unglaubliche Wichtigkeit, irgendwie auch eine Vision zu geben und so weiter. Dankeschön. Ich nutze mal den Weg nach unten und mache noch kurz meinen Werbeblock. Ich sehe schon, ich laufe mit so einem T-Shirt vom Konzeptwerk Neue Ökonomie rum. Wir arbeiten auch zu Narrativen von Digitalisierung. Könnt ihr euch auch bei uns noch anschauen. Also es ist vielleicht so eine ähnliche Frage wie die mit den, welche Narrative sind wirksam? Also welche Narrative interessiert mich so, könnten vielleicht Bereiche verbinden, die sonst nicht verbunden werden? Also keine Ahnung, Nachhaltigkeit und Sport zum Beispiel oder sowas. Also Sachen, die erstmal nicht direkt was miteinander zu tun haben. Also welche Sachen könnten da vielleicht Interesse wecken? Welche Geschichtenbausteile, welche Bauteile von Geschichten funktionieren zusammen und was wäre so das vielleicht Verbindungselement? Danke dir. Dankeschön. Zunächst die Frage nach der Resilienz. Spannend, habe ich tatsächlich so intensiv noch nicht drüber nachgedacht, dass es da offensichtlich unterschiedliche Begriffsverwendungen gibt. Die beiden Begriffe aus dem Original sozusagen, auf die ich mich stütze, sind Widerstandsfähigkeit und Fähigkeit zur sinnhaften Gratifikation. Und mir geht es tatsächlich eher um Resilienz, dass ich als Person resilient bin, vielleicht ist es auch der falsche Begriff, kann sein, kann man ja nochmal überarbeiten, gegenüber anderen Weltentwürfen, gegenüber anderen Ideen, gegenüber anderen Utopien, würde ich sogar fast sagen. Das ist nämlich das, wo ich dann die Gefährlichkeit sozusagen oder die Problematik von digitalen Utopien sehe. Wir reden immer über Dystopien und sagen, ja, George Orwell, Überwachungsstaat ist ganz schlimm und dann sind wir uns alle einig, dass das ganz schlimm ist, aber was ist denn das, was wir denn wollen? Und wenn Sie jetzt auf bestimmte Konferenzen gehen, zum Beispiel Marketing oder so, dann wird Ihnen erzählt, dass die künstliche Intelligenz alles besser macht. Gab auch einen Vortrag dazu hier auf der Bits und Bäume heute. Und das ist ja auch ein Utopie-Entwurf sozusagen. Die KI macht alles besser. Und mir geht es darum, dass ich zumindest in die Lage versetzt werde, das zu hinterfragen und mich zu fragen,
Für wen ist das eine Utopie? Ist es eine Utopie für diejenigen, die KI entwickeln, die davon finanziell profitieren, die mit solchen KI-Tools umgehen müssen? Für wen ist es eine Utopie? Ich hoffe, das ist nochmal deutlich geworden. Eine zweite Frage nach den Formaten. Prinzipiell vom rein literaturwissenschaftlichen Standpunkt ist es so, dass narrative Strukturen in jedem Medienformat vorkommen können und da ist jetzt keins, was irgendwie besser oder schlechter ist. Wir leben natürlich in einer extrem schnelllebigen Zeit, wo immer alles sofort in kleinstmögliche Informationshäppchen verpackt werden muss. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan davon zu sagen, dass man mit Twitter die Welt verändern kann. Gibt es auch, aber komplexe Ideen passen halt leider nicht in 200 Zeichen. Aber es sollte trotzdem so niedrigschwellig wie möglich sein. Also wenn man eine möglichst breite Zielgruppe erreichen möchte, dann bringt es natürlich nichts, wenn man mit Fachbegriffen um sich schlägt, die am Ende niemand oder fast niemand versteht. Auch das ist eine Art zu reden, wie man über bestimmte Zusammenhänge in der Gesellschaft spricht und ob man eben so spricht, dass es jeder versteht oder so spricht, dass es eigentlich fast gar niemand mehr versteht. Drittens, das kann ich meine eigene Schrift nicht mehr. Bereiche verhindern, die... Na, hilf mir mal, was? Vielleicht nochmal. Ja, ich hab mich gefragt, welche Geschichtenbausteine Bereiche verbinden könnten, die nicht direkt was miteinander zu tun haben. Also mein Beispiel war jetzt Nachhaltigkeit und Sport. Also wie kann man sozusagen Sportler, die sich besonders für was ganz Bestimmtes interessieren, da sozusagen hinbringen. Das war also nur bei diesem Beispiel jetzt. Du kannst auch gerne ein anderes wählen. Mich hat einfach interessiert, welche Geschichten, also es ist so ein bisschen auf das, was du vorher schon gesagt hast, angelegt mit dieser Analyse der Geschichten. Ne? Ja. Also, und was könnten die Verbindungsteile für sowas sein? Ja, wie du sagst, da würde ich dran anschließen. Das Spannende ist, glaube ich, immer die Frage, wer ist der Protagonist? Wer ist derjenige, dem die Transformation widerfährt? Das ist literaturwissenschaftlich der Zusammenhang. Derjenige, dem die Transformation widerfährt oder der ihr selbst aktiv vorantreibt, ist immer der Protagonist. Schön, aber wer ist es denn? Und wir hatten vorhin so eine Geschichte, habe ich mir ausgedacht in der Vorbereitung, wo die Protagonisten von ganz unterschiedlichen Seiten kommen, sage ich mal, um am Anfang der Geschichte eigentlich noch gar nicht wussten, sage ich mal, dass sie Protagonisten sind, dass sie diejenigen sind, denen hier etwas passiert. Und wenn man sowas bauen sollte, wäre jetzt mal eine Aufgabe für einen Storytelling-Workshop, würde ich sagen. Wie kann man eine Geschichte bauen, wo eben diese möglichst vielfältigen Perspektiven auftauchen, die aber ja trotzdem noch irgendwie lesbar sein muss? Das ist ja auch eine Herausforderung. Ich kann ja einen postmodernen Roman schreiben, wo ich dann wieder bei dem Problem bin, das versteht dann niemand mehr. Also ich glaube, das nehmen wir uns mal mit für die nächste Bits und Bäume, dann machen wir einen Workshop dazu. Es gab jetzt hier noch einen Hinweis. Ja, danke schön. Es waren gerade ja ziemlich Fragen auch, wie sieht ein effektives Storytelling aus? Und ich möchte da gerne noch zwei kurze Sachen mitgeben, nämlich das eine, das ist die Webseite von Chris Schaumann. Er hat lange Zeit das digitale Marketing für Microsoft und Nokia geleitet. Mittlerweile macht er hauptberuflich Arbeit für Together for Future. Seine Webseite nennt sich katho.de, also wie Kathode, nur kurz. Und da gibt's richtig viele Medienanalysen, was für Nachhaltigkeitsnarrative funktionieren und welche nicht. Und da ist auch sehr viel dabei, wie man entsprechende Sachen konzipiert. Und die zweite Sache ist eine Person, die sitzt vielleicht sogar drüben im anderen Gebäude, nämlich das ist Jana Hoppmann von Climate Mind. Die macht viel zu Klimakommunikation, viele Arbeit mit Personas, wie man auch anhand von, wie man auch Storytelling auf die Zielgruppe ausrichtet. Genau. Super. Jetzt sind wir auch schon über der Zeit. Vielen Dank dir noch und nochmal vielen Dank an Jan. Nochmals der Hinweis, wer ein Märchenbuch haben möchte, kostenlos, kann sich gerne eines mitnehmen. Und einmal kurz, bevor ihr aufsteht, noch der kurze Orga-Hinweis. Das ist ja eine Mitmachkonferenz. Ihr habt bestimmt schon vom Engelsystem gehört, also die Helferinnen-Schichten. Wir suchen noch HelferInnen. Tragt euch gerne entweder digital ein oder geht zum Infopunkt, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, um noch mitzuhelfen. Vor allem in der Küfer war heute noch Bedarf. Vielen Dank und schönen Nachmittag noch.
Dankeschön.